Hallo liebe Leute, ich bin der Yannick von Gaming und ich möchte heute mit euch über Destiny 2 reden. Es lief ja jetzt am 18.05. der Stream zu Destiny 2, wo etwas von der Story gezeigt wurde, wo schon ein bisschen Gameplay gezeigt wurde. Und ich habe das alles für euch jetzt einfach mal zusammengefasst und möchte mit euch einfach mal darüber reden. Also, fangen wir an. Als erstes beginne ich mal ein bisschen euch was über die Story zu erzählen. Und was man da schon deutlich gemerkt hat, finde ich, dass auf jeden Fall ein viel stärkerer Fokus auf die Story gelegt wurde. Bungie hat ja auch gesagt, dass es jetzt mehr Cinematics in Destiny 2 geben wird. Das war halt das, was mir in Destiny 1 sehr gefehlt hat. Ich meine, Destiny 1 war ein gutes Spiel, aber es wurde einfach viel zu wenig mit der Story gemacht. Und ich hoffe, dass sie jetzt in Destiny 2 wirklich viel mehr machen können. Dass vielleicht auch so ein paar Geheimnisse gelüftet werden. Aber gut, so viel dazu. Ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen, worum es in Destiny 2 ungefähr gehen wird. Und zwar greifen die Kabale die Erde an. Der Anführer von den Kabalen heißt Gorl und er hält sich für den rechtmäßigen Auserwählten, der die Gunst des Reisenden in Wahrheit verdient. Sprich, er greift den Turm der Hüter an und versucht halt, den Reisenden zu erobern. Man hat es in dem Stream erstes Gameplay gesehen. In dem Gameplay evakuiert ihr den Turm. Das heißt, ihr versucht alle restlichen Hüter wegzubringen. Zavala und die anderen von der Vorhut helfen euch zu entkommen. Außerdem verlieren durch Gorl-Angriff alle Hüter ihre Fähigkeiten und ihr Inventar, was natürlich dann auch so gesehen diesen Neustart unterstützt. Und die Vorhut wird auf drei Planeten verstreut. Gut, insgesamt in Destiny 2 gibt es jetzt vier neue Welten. Die alten Maps werden jetzt nicht übernommen, das heißt, es gibt vier komplett neue. Einmal gibt es Europa als Zone auf der Erde. Dann gibt es den Jupitermond.io. Dann den Saturnmond Titan. Und dann gibt es auch die Kabalwelt Nessus. Was jetzt neu bei Destiny 2 ist, dass wir nahtlos von Planet zu Planet reisen können, ohne vorher jedes Mal in den Orbit zu müssen. Das heißt, da geht schon so ein bisschen Ladezeit verloren, das heißt, es funktioniert alles schneller. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Auf jeden von diesen vier neuen Planeten gibt es eine Open World Map, wo man auch verschiedene Orte erkunden kann, wo man verschiedene Quests durch NPCs annehmen kann, wo man Chats entdecken kann, natürlich auch Missionen. Und die alten Events wird es natürlich auch geben. Sprich, die versuchen, die Welten jetzt offener zu gestalten. Gut, das war es auch so kurz zu der Story. Ich erzähle euch jetzt noch was über die Klassenänderung. Die bisherigen Subklassen, das war ja jeder, alle hatten ja drei Fähigkeiten pro Klasse, die bleiben alle erhalten. Außerdem kommen drei neue Subklassen hinzu, sprich eine pro Klasse natürlich. Der Titan bekommt den neuen Focus Sentinel. Das ist jetzt, ich zeige euch am besten hier einfach mal ein paar Bilder und vielleicht auch ein bisschen Gameplay sogar. Das ist einfach wie Captain America bekommt er dann so ein Schild, das er mit sich führen kann. Damit kann er andere Spieler verteidigen und auch sogar den Schild werfen und Gegner damit zu treffen. Der Warlock bekommt die Dawnblade-Fähigkeit. Das ist eine schnelle Lichtklinge, sprich ein Schwert, das Feuerbälle verschießen kann, womit man auch aus der Luft angreifen kann. Der Jäger bekommt den Arc Strider. Das ist wie ein Speer, womit er kämpfen kann. Der hat halt coole Moves aus dem Ninja-Stab, sage ich jetzt einfach mal. Außerdem gibt es ein neues Waffensystem. Bisher war das ja in Destiny so, dass man einen Primärwaffenslot, einen Spezialwaffenslot und einen schweren Waffenslot hatte. Diese werden jetzt komplett ersetzt durch drei andere Slots. Einmal Waffen, die kinetisch sind, dann Energiewaffen und Powerwaffen. Das heißt, wenn ihr theoretisch einen kinetischen Raketenwerfer habt, könnt ihr den als erstes ausrüsten. Man hat dadurch einfach viel mehr Freiheit bei der Waffenauswahl. Außerdem hat man auch verschiedene Waffenvariationen im Livestream gesehen, wie zum Beispiel, ich beziehe mich einfach mal auf die, ich sage jetzt mal, schwere Waffen, zum Beispiel Minigun, Raketenwerfer, SMG und Granatwerfer. Das sind alles sehr coole Waffen und das sah alles auf jeden Fall sehr nice aus. Außerdem kommen neue Features hinzu, neue Online-Funktionen, wie zum Beispiel das Clan-Feature. Das heißt, es ist nicht wie vorher. Vorher war es ja so, man hatte die Destiny-Seite, wo man seinen Clan gründen konnte. Jetzt ist das alles komplett im Spiel integriert. Man hat eine, ich sag jetzt mal, Startseite für den Clan, wo man verschiedene Banner, einen Begrüßungstext und so weiter auswählen kann. Außerdem hat man ein Belohnungssystem als Clan. Das heißt, wenn man verschiedene Aufgaben zusammen erfüllt, kriegt man dafür auch Loot. Neue Features zum Endgame gibt es auch. Und zwar kann man jetzt auch als Solospieler in Raids gehen. Es gibt jetzt eine Suchfunktion, die dich dann zum Beispiel mit Clans, die sich dafür anmelden, zusammenbringen.
Schließlich komme ich noch mal ganz kurz zum PvP. Das wurde auch stark geändert, so wie ich es gesehen habe. Es gibt, vorher war das ja so, dass man bis zu 6 Spieler gegeneinander gekämpft hat. Jetzt ist nur noch ein 4 gegen 4. Die alten Modi bleiben teilweise erhalten. Manche sind wahrscheinlich nicht mit den 4 Spielern umsetzbar. Keine Ahnung, warum Bungie diesen Schritt gegangen ist. Ich persönlich finde es jetzt nicht so gut, aber ich lasse mich auch gerne davon überzeugen. Außerdem gibt es den neuen Modus Countdown. Bei dem Modus versucht man, eine Bombe ins gegnerische Lager zu bringen und diese dann bis zur Detonation verteidigen. Das wird natürlich dann immer pro Runde geswitcht. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat dann natürlich gewonnen. Zum Ende hin komme ich nochmal kurz zur PC-Version. Ich werde, denke ich mal, auf jeden Fall Destiny mehr für PC holen. Das Release-Datum für die PC-Version ist noch unbekannt. Das heißt, Bungie weiß nicht, ob sie es zusammen mit der PS4 und Xbox One-Fassung rausbringen können. Destiny kommt für PC über die Blizzard-App, in Klammern sage ich jetzt mal Battle.net, so hieß es ja mal früher, raus. Es bietet PC-exklusive Features, wie zum Beispiel eine anpassbare Auflösung. Man kann das Spiel mit bis zu 4K spielen. Es gibt keine Begrenzung der Bildwiederholungsrate, sprich auf PS4 und Xbox ist das ja auf 30 FPS gelockt. Hier ist das nicht der Fall. Die Steuerung ist für Maus und Tastatur ausgelegt. Man kann die verschiedenen Tasten auch neu belegen. Außerdem gibt es einen Textchat, was ich extrem feiere, weil das ist auch echt geil, um Gruppen zu finden. Das hat mir auch auf der PS4 gefehlt. Man kann einen Sichtkegel anpassen. Ja gut, also ich brauche sowas jetzt nicht unbedingt. Natürlich umfassende Grafikeinstellungen für den PC und unterstützt auch 21 zu 9 Monitore. Wer es braucht, ne, sage ich mal dazu. Gut, Leute, anschließend sage ich euch nochmal so ein paar Infos. Im Sommer wird auf jeden Fall die Beta zu Destiny starten. Ob sie für den PC kommt, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Dazu hat Bungie noch nichts gesagt. Sie kommt auf jeden Fall für PS4 und Xbox. Und Destiny 2 erscheint am 8. September 2017 natürlich für PS4 und Xbox One. Wie schon gesagt, für PC ist man sich noch unsicher, was den Release angeht. Bungie meinte, sie können das noch nicht bestätigen für den 8. September. Aber sie wollen es auch nicht ablehnen. Gut, Leute, ich hoffe, dieses kleine Infovideo hat euch gefallen. Falls irgendwie neue Infos zu Destiny erscheinen sollten, werdet ihr sie auf jeden Fall hier bei unserem YouTube-Kanal sehen. Dann werde ich sofort ein Video zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und falls es euch gefallen hat, könnt ihr mal gerne ein Abo oder ein Like auch da lassen, damit ich weiß, okay, sowas kann ich öfter machen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Video. Also Leute, macht's gut! Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll. Fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Kampfstationen! Alle zu mir! Jetzt! Eure Reise endet hier. Der Feind hat uns unsere Heimat genommen. Und jetzt bedroht er unser aller Existenz. Aber wenn wir zusammen angreifen, können wir sie uns zurückholen oder bei dem Versuch sterben. Okay, Hüter, geben wir ihn eins auf die Nuss. Thank you.
Habe ich recht? Oder habe ich recht? Oder habe ich recht? Vorbestellen und Beta-Vorabzugang erhalten.